Seit 2014 nun bin ich in Mosambik. Mosambik, ein ganz anderes Land. Dass Simbabwe und Mosambik zu einer jesuitischen Provinz zusammengeführt wurden. Und dann hat der Provinzial in Harare hat jemand gebraucht, der sein Delegat dann in Mosambik sein sollte. Gut, dann habe ich noch auf meine alten Tage nochmal Portugiesisch gelernt, weil man in Mosambik ja Portugiesisch spricht, und habe mich dann auf das neue Land eingelassen. Weil die ersten 6 Monate in Maputo im Süden, dann war ich Pfarrer in Beira. Beira kennen wir auch von diesem Wirbelsturm, dem Zyklon Idai, der vor 2 Jahren dort gehaust hat. Und bin nun in der Diözese Tete, hier in der Nähe von Malawi. Mosambik hat etwa 30 Millionen Einwohner, ist etwas doppelt so groß wie Deutschland. Man spricht viele Sprachen dort. Wo ich bin, da in Tete, spricht man Chichewa. In Zimbabwe schon. Also nur Portugiesisch zu sprechen, ist eigentlich nicht genug. Man braucht dann auch die einheimische Sprache. Gut, ich möchte am Ende dann noch ein bisschen Zeit lassen für Fragen. Jetzt können wir mal so einige Bilder sehen. Die Bilder zeigen so meine Welt, wo ich zurzeit bin. Ich bin in der ESI, Escola Secundaria Ignacio de Loyola. ESI, das ist also eine Sekundarschule, die erst in 2015 begonnen hat. Und ich kam dort an in 2017 und bin für die Schule verantwortlich. Wir haben etwa 640 Schüler, ungefähr gleiche Anzahl Mädchen, gleiche Anzahl Jungen. Der Unterricht beginnt mit der 8. Klasse und geht bis zur 12. Das ist also praktisch ein Gymnasium. Und im ganzen Bereich, wo wir tätig sind, gibt es nur 2 Schulen, die letzten beiden Klassen haben. Es sind sehr, sehr viele Jugendliche, auch intelligente junge Menschen, die eigentlich weiter studieren wollen, aber dann nicht die notwendigen Plätze finden, wo sie zur Schule gehen. Hier sehen wir, unsere Schule legt großen Wert auf Landwirtschaft. Und wir sind umgeben von 20 Hektar. Und davon sind etwa 5 bis 6 Hektar sind schon Ackerbau. Hier ist etwas unscharf, aber man sieht hier ein Gewächshaus und dann so eine Klasse, die einen Namen ganz unbedingt hat. Und hier ist der junge Lehrer, der Giulio. Der kümmert sich um die, gibt Einführungen und dann verbringen wir die Zeit lang im Feld. Hauptanbau ist natürlich Mais. Wir haben, jede Klasse hat 2 Stunden pro Woche theoretischen Unterricht in Landwirtschaft, neben Mathematik, Portugiesisch, Französisch, Englisch haben wir auch, Physik, Biologie, sowie die normalen Fächer, naturwissenschaftlich und auch die Sprachen. Aber Landwirtschaft hat auch jede Klasse 2 Stunden in der Woche. Und das Schöne ist, wir haben auch ein Internat. Und im Internat wohnen 230 Kinder. Im Internat sind die Mädchen etwas mehr als die Jungs. Und von den Kindern sind auch viele, die Waisen sind, die keine Eltern haben und dann bei uns sehr gut aufgehoben sind und dann eine größere Gemeinschaft sind, wo es gar nicht mehr auffällt, dass sie Waisen sind. Und die Kartoffeln, die man dort sieht, super klasse. Also das dieses, also wir bauen ja auch Kartoffeln dort an. Und hier diese Kartoffeln, die kamen aus Portugal, sehr stabil. Und da kann man hier Maisball oder Kartoffeln, Fleisch, kann man schön
verteilen und ideal, weil da kann ein Auto drüber fahren und die Gegend kaputt. Man sieht, dass so ein Gegend ist gut genährt. Jetzt ein Blick in den Innenhof. Wir haben Corona genutzt, leider haben wir das Corona auch getroffen, am 25. März. Es ging ruckzuck in 24 Stunden, weil die ganze Schule leer. Das war ein Schock. Es ging das Schuljahr so schön angefangen und dann kam diese Pandemie und hat uns wirklich überfallen. Auf jeden Fall haben wir, wir sind ja dort geblieben, haben wir versucht, die Zeit gut zu nutzen und haben jetzt im Innenhof, also man sieht dort die Teil der Schule, dann geht es hier ein bisschen aufwärts und dann kommt das hier wieder zurück, hier in der U-Form. Und haben dann jetzt hier schöne Bänke und Tische gebaut. Nun, so ein Eindruck vom Innenhof. Wir wollen die Bäume ganz naturell verlassen. Und dann gibt es eben auch gute Gärten. Wir haben richtig Boden, wo wir sind. Und hier ist der Anbau von Salat und von Tomaten im Hintergrund. Und das andere sind Tomaten. Und dazu jede Klasse hat ihren Bereich, sodass sie sich auch ein bisschen vergleichen können und dabei recht viel lernen. Man sieht ganz selten mal einen Jesuit, der mit Hacken im Feld steht. Das ist ein junger mosambikanischer Jesuit, der heißt Dominus Mejias und hat Corona genutzt und hat eben Bohnen, hat ein ganzes Bohnenfeld selber angebaut und die sind sehr gut geworden. Hier sieht man mal unsere Tomaten. Ja, cool. Im Hintergrund kann man es noch kurz sagen. Im Hintergrund sieht man der Mais ist dann schon dürr und wird dann so zu Haufen zusammengestellt und von dort werden die Korn geerntet. Typische Frau aus der Umgebung. Für Frauen wie Sie haben wir jetzt auch ein Gesundheitszentrum errichtet. Das sehen wir auch gleich. Die afrikanische Frau, das wissen wir, auch die deutschen glaube ich, aber die afrikanischen Frauen werden schon sehr belastet. Zum Beispiel das ganze Feuerholz. Und das ist die Art und Weise des Feuerholzes geladen. Und der Kleine dahinter, ab und zu fällt auch mal ein kleines Ästchen auf seinen Kopf, aber insgesamt ist er ziemlich sicher dort. Hier sind Frauen, die sich etwas dazu verdienen möchten, die kommen aus den umliegenden Dörfern und machen dann die Arbeit, man sieht hier den Mais, also Kinder in den Mais, wo die Maisfolgen sind, und die Männer gehören. Die kommen dann auch mit der ganzen Familie, das war jetzt zur Mittagszeit, jetzt sieht man den Teller, einen großen Topf, was zu trinken und die Kinder sind natürlich auch dabei. Frauen, die gerne zu uns kommen und dann auch etwas sagen. Hier nochmal. Was schön ist, was mir immer wieder auffällt in Afrika, ist diese Ausstrahlungskraft der Gesichter. Trotz eines harten Lebens und trotz vieler Nöte, die sie auch durchmachen, eine starke Freude, Gesichtsausdruck und eine Art und Weise, das auszudrücken. Wir wissen ja, das war nicht immer so in Mosambik, weil in Mosambik gab es einen Bürgerkrieg von 1976 bis 1992. Und in 1993 war das Land das ärmste Land der Welt. Es war ganz am Boden. Und es hat jetzt nur sich langsam erholt. Und wir sind also noch in dieser Aufbauphase. Jetzt hat man gehört, dass im Nordosten von Mosambik gab es terroristische Überfälle. Das sind Al-Shabaab, das sind Dschihad, Islamisten, die jetzt schon verschiedene Angriffe gemacht haben, aber auch die für die junge Bevölkerung für einige sehr attraktiv sind und die mittlerweile auch schon in der Bevölkerung Anhänger gefunden haben. Da
lebensgefährliche Situation. Da geht es natürlich auch um sehr viele Rohstoffe, wie Erdgas und Erdöl, das dort in großen Mengen zu finden ist. Hier ist wieder Sand. Wenn man mit dem Mais also sammelt, wir haben dieses Jahr, die Schüler helfen natürlich auch mit, dieses Jahr waren wir ein bisschen in Nöten, weil die alle weg waren. Wir haben dieses Jahr 20 Tonnen Mais geerntet und das war, ist genug, um das Internat für das nächste Jahr zu ernähren. Wie sieht man das dann? Das ist unsere Scheune. Vorne ist die Werkstatt, ein Baumaterialladen und weiter hier dann die Nahrungsmittel. Und jeder Sack hat so 50 Kilo und ist sehr wertvoll. Also dieses Jahr gibt es in unserer Gegend Gott sei Dank keinen Hunger. Da ist sie nochmal. Tschüss. Und hier dann sieht man diese Maschine, wie sagt man dazu, wenn die Maisbauer oben rein, und unten kommen die Körner raus, das heißt Entkernung oder sowas. Ne? Auf jeden Fall, diese Maschine hilft mir dann den Mais in die Arme zu und dann wieder eingesackt. Und das bleibt übrig und wird als Brennmaterial benutzt. Der innere Stachel. Hier eine interessante Hütte, die ganz aus Material gemacht wird, das dort zu finden ist. Und da gibt es Leute, die sind ganz spezialisiert, so eine Hütte in 2 Tagen aufzubauen, wasserdicht. Hier kleine Welten, Romulus und Remulus. Das ist jetzt so meine Umgebung. Corona-bedingt haben wir dann auch, haben so einige unserer Mitbrüder, die jetzt wirklich dann einige Aktivitäten entwickelt. Und hier hat einer von uns, der Pater Benito, der hat einen Hühnerstall, den hat er im Internet gesehen und hat den dann mit dem Material, das wir hatten, dann aufgebaut. Die Hühner, die laufen hier oben. Oben gibt es hier einen Legebereich. Schlafen dann oben und unten lassen das fallen. Und hier kann man es aufmachen morgens und dann springen wir überall rum und abends kommt es wieder. Jetzt kommen wir jetzt hier mal einige Bilder, weil dieses Jahr eine Hauptaufgabe war, unsere Zufahrtsstraße zu machen, weil wir waren in einem ganz schlimmen Zustand und schon viele Male sind Autos stecken geblieben. Oder sind beschädigt worden. Kleine Autos konnten überhaupt nicht kommen zu uns. Das sind 4,6 Kilometer. Und das war dann hier zum Beispiel, es ist sehr abhängig und dann ist jetzt wieder das Wasser so neben reingeleitet und der ganze Weg ist schon jetzt viel besser. So ein Bilder vom Weg. Hier sieht man den Weg zwischen dem Internat und den Lehrerhäusern. Und das ist ziemlich steil, man kann das sehen, wie steil das ist. Und haben dann die Steine vom Berg geholt, dann Sand, mussten dann nur noch Zement und dann für jede Wagenseite dann einen Meter Streifen. Hier ist unser Sand gemacht. Das Brett ist 1 Meter lang und die Mitte wird dann angepflanzt und jetzt ist es schon fertig. Man sieht jetzt von unten, ne? Wie das so hoch geht und dann oben auch nochmal hoch. Und rechts und links, was jetzt noch fällt, sind die Wassergräben auf Stein, damit das, die Erde nicht weggeschwemmt wird. Und hier haben wir auch 2 Brücken, das ist eine davon. Bisher waren es nur die beiden Durchgänge. Und wenn es starke Regen gibt, dann war alles zu. Und das war alles ein Segel, das Wasser stand 1 Meter über der Brücke. Und man konnte dann zum Beispiel nicht wegfahren. Und jetzt haben wir uns viel mehr größere Rohre
Und das war ganz wichtig für die Schulstraße. Hier sieht man auch nochmal ein neues Durchlass des Wassers. Hier kommt der neue Weg, das ist der ältere Weg schon. Und es wird dann so sein, dass wir fangen bei links, dass man links runterfällt und rechts dann hochkommt. Hier nochmal eine Aufnahme. Deine war zu schnell. Ja. Gut. Man sieht es nochmal von oben. Also so ein ganzes Stück. Wir haben jeden Tag so 50 Meter gebracht. Jetzt. Schön. Das ist natürlich in der Regenzeit. Wir liegen etwas über 1000 Meter hoch und haben relativ viel Regen. Hier beginnt jetzt eine neue Serie von Bildern, und zwar die Entwicklung unserer Gesundheitsstation. Und da haben wir dann im November letzten Jahres angefangen. Es wird alles mit der Hand gemacht, ausgeschachtet. Hier sieht man das dann schon. Das Gelände wird abgesteckt. Muss etwas verrotet werden. Und dann werden die Gräben ausgegraben. Wie überall auf der Welt. Die Gesundheitsstation oder die Krankenstation ist eine kleine Klinik. Hier sieht man sie von unten, den Mittelgang von unten, nachdem schon die Fundamente herauskamen. Es war uns wichtig, das vor dem Regen, vor der Regenzeit zu machen, weil wenn der Bau, wenn das in der Regen dazwischen kommt, ist es fast unmöglich, da weiterzumachen. Jetzt ist schon wieder ein ganzes Stück weiter, von unten mal wieder hoch. Und hier sieht man auf der linken Seite hier ein Gebäude, auf der rechten. Auf der rechten sind die Sprechzimmer. Und hier sieht man hier die Apotheke, dann hier dahinter das, die Lagerstelle für die Medizin. Hier muss sich die Schwestern ausruhen. Hier das Labor. Der Laborbereich ist hier. Hier wird noch weiter, ne? Hier ist dann schon das hochgezogen. Da liegen dann immer Wochen und Monate dazwischen. Ne? Das ist ein kleines Video, dass man so einen Eindruck bekommt. Also, das ist der Mittelgang, der geht so hoch. Oben ist dann links die Geburtenstation und rechts dann Platz für Krankenbetten. Jetzt gehen wir jetzt mal links, da wo die Sprechstunden sind. Also, ja. Also wir erwarten viele junge Frauen, die dann ihre Kinder hier zur Welt bringen möchten. Ne? Es ist ja, die andere Klinik ist über 30 Kilometer weit entfernt. Und es gibt da nur, es gibt also die ganze medizinische Versorgung in Mosambik ist nochmal schlechter als in Zimbabwe. Das ganze Netz ist viel weiter und viele Frauen haben große Mühe, wenn es zur Geburt der Kinder kommt. Das sind die Sprechräume, die Sprechzimmer. Wir hoffen dann auch, Krankenschwestern aus Zimbabwe zu bekommen und dann auch Ärzte, die ab und zu bei uns dann eine Zeit lang verbringen. Es gibt zum Beispiel eine Ärztegruppe aus der Slowakei, die sehr interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Jetzt noch. Moment. Ja. Nochmal auf die andere Seite. Das ist also unten. Und dann. Und das war die Arbeit praktisch dieses Jahres. Ne? Und jetzt geht schon einen ganzen Schritt vor.
kommen, siehst du das schon drauf. Und es wird oben schon dicht gemacht. Wir hatten also eine gute Baufirma, muss ich sagen. Die haben dort auch gewohnt unter ganz primitiven Verhältnissen und haben dann eben die Krankenstation aufgebaut. Ja. Und jetzt, so sieht es heute aus. Ja, der Mittelgang unten. Was jetzt kommt, ist, dass die Schwestern aus dem Wappen konnten wegen Corona leider nicht kommen. Und das hat sich jetzt alles verzögert. Für die Ausstattung der Krankenstation müssen dann die Schwestern dann da sein. Ja. Aber ich glaube, das wird dann ganz gut. Hier sind wir oben dann links. Das wird noch gestrichen, das ist also ein bisschen vorgesetzt. Dahinter sind wir haben. Wir haben dieses die Mauer ein bisschen hochgezogen, damit wir von unten nicht in die Bodenstation reingucken kann. Weil hier, das ist so der Zwischenraum, hier dahinter ist der Kreissaal und hier sind dann die Mütter, die glückliche Mütter mit den Babys, die dann auch hier besuchen können. Auf der anderen Seite dann, wo Kinder vom Internat behandelt werden können. Weil wir haben oft Kinder, die haben eine schwache Gesundheit. Wir hatten schon oft Malaria im Leben, Hepatitis oder Cholera. Wir haben es so gerade geschafft, wir hatten auch Zeiten mit Unterernährung. Und dann haben wir oft Kinder im Internat, die medizinische Hilfe brauchen. Und das war auch eigentlich der Anlass, wo wir dann gedacht haben, hier, diese Gesundheitsstation, die brauchen wir. Aber dann vor allem auch die umliegenden Dörfer, die auch sehr mangelhaft versorgt sind, medizinisch. Das ist mein Ausdruck. Jetzt ein anderes Bild. Hier sehen wir also die junge Schar der Jesuiten in der Gegend, wo ich zu Hause bin, da unten in Tente. Das sind 100 junge Scholastiker, die noch in der Ausbildung sind, und auch Papes. Das sind aber so ein paar Papes in hier. Das sind also Papes und die anderen sind Scholastiker, die zwischen Philosophie und Theologie eine praktische Zeit haben. In unserer Kommunität sind drei von ihnen dabei. Ich bin auch verantwortlich für die Kommunität. Und das war unser Treffen am Ignatiusfest, unser Gründer, am 31. Juli. Da haben wir zusammen Gottesdienst gefeiert und dann auch hatten ein schönes Treffen. Hier eine Lehrerin, die ein Baby bekommen hat, ein ganz besonderer Fall, die hat schon fast die Hoffnung aufgegeben gehabt und dann haben wir gebetet, haben alles versucht, die hat eine besondere ärztliche Behandlung gemacht und dann kam das Wunderbaby und heißt, wie heißt es? Miracle. Ne? Sie ist ganz glücklich, sie unterrichtet Portugiesisch. Hier mal Besuch von Schwestern, die auch zur Mission zugehören. Das ist die Schwester Olympia, die auch auf einer anderen Station eine Schwesterngruppe leitet und auch verantwortlich ist für ein Internat für Mädchen. Hier, das war mal ein Fest, wo sich die Ordensleute aus der ganzen Gegend getroffen haben. Und es sind alles mosambikanische Schwestern, die also voll im Einsatz sind. Man sieht im Hintergrund, das ist oben auf dem Wasserturm, so der ist etwa 50 Meter hoch, im Hintergrund sieht man die Gebäude der Lifizi-Mission. Lifizi ist ein Ort von uns etwa 50 Kilometer entfernt und ist auch schon über 100 Jahre alt. Oder in 1908 gegründet und da war das Treffen.
Hier, wir haben auch in unserer Pfarrei, haben wir 7 Waisenhäuser. Das sind Häuser, die sind an die Dörfer angekoppelt. Das heißt, die Kinder, die kommen, die haben noch eine Tante oder noch Oma, die sie aber nicht versorgen kann. Und dann gibt es diese Häuser, die von der Gemeinde, also der Pfarrgemeinde, errichtet wurden. Und die Gemeinde selbst verpflichtet sich auch damit, mit der Ernährung dazu beizutragen. Und dann gibt es 2 Mütter jeweils, die dort wohnen, mit den Kindern. Und hier haben wir Besuch von den simbabwischen Schwestern, die bei uns dann später die Gesundheitsstation übernehmen werden. Hier ein anderes Projekt. Was könnte das sein? Das ist kein Friedhof. Das sind die Fundamente einer neuen Kirche. Also bei uns brauchen wir in Mosambik so viele Kirchen, weil die letzten 20 Jahre wurden kaum Kirchen gebaut und die Zahl der Christen hat sehr zugenommen. Und das ist die neue Kirche von Fonte Boa. Fonte ist die Quelle und Boa, gut, die gute Quelle. Und die sind jetzt dabei, für die Hauptsäulen die Fundamente auszugraben. So sieht das dann. Das war das Kirchengebäude hier. Und für 2.000, 3.000 Leute einfach so ungenügend. Und jetzt in Corona-Zeiten total unbrauchbar. Wir haben ja auch die gleiche Situation und haben auch ein Hygienekonzept, das ziemlich strikt eingehalten wird. Und da feiern wir am liebsten den Gottesdienst draußen unter einem Baum. Das ist hier allerdings nicht so möglich. Das ist eine andere neue Kirche, die auch dieses Jahr errichtet wurde und die am 7. November, hoffentlich bin ich rechtzeitig da, ich hoffe, dass ich am 5. wieder dort ankomme, wird am 7. November wieder eingeweiht. Und das Bild kommt vom März dieses Jahres. Und tatsächlich, sie sind soweit, die Kirche kann eingeweiht werden. Jetzt noch was Besonderes, ein Wettrennen, ja, mit Wassereimer auf dem Kopf, balanciert und wer ist der Erste? Ja, das war's. Einige Bilder aus meinem Leben, wo ich jetzt gerade bin. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, aber vielleicht möchte der eine oder andere noch was erwähnen. Einen Kommentar oder Frage stellen, das wäre schön. Ja, also ich bin verantwortlich für die Jesuiten in ganz Mosambik. In Tete, im Nordwesten, sind die meisten Jesuiten. Da haben wir 3 Kommunitäten und insgesamt sind wir 16 Jesuiten. Die anderen wohnen in Bäder. Und dann gibt es welche, die auch in Maputo wohnen. Insgesamt gibt es nur etwa 30, 35 Jesuiten, mit denen wir auch im Ausland studieren, in Mosambik. Der Provinzial wohnt in Harare in Zimbabwe, spricht aber leider kein Portugiesisch und kennt auch die Lage so nicht und hat mich damals in 2014 gebeten, doch sein Delegat zu sein in Mosambik. Ja? Im Grunde heißt das, den Jesuiten mit dem Provinzial zu verbinden, dass die Kommunikation gut läuft, dass die älteren Jesuiten versorgt sind, dass die Jüngeren in der Ausbildung vorangehen und so weiter. Damals musste ich dann auch 2-mal eine Reise machen, um die mosambikanischen Scholastikstudenten im Kongo zu besuchen und dann auch in Brasilien. Jetzt meine Hauptaufgabe ist also, Delegat des Provinzials und gleichzeitig in dem Ort an der Exil bin ich offiziell der Direktor. Es gibt da natürlich einen Headmaster oder einen, der so Tag für Tag dabei ist
und auch das mosambikanische Schulsystem gut kennt, weil das ja alles für mich fremd war und ich mich da auch erst länger einarbeiten musste. Und jetzt zum Beispiel, jetzt ist wieder die Schule am Laufen, wir haben die 10. Klasse und auch die 12. Klasse. Das heißt, es gibt wieder über 140 Schüler, die jetzt wieder da sind und mit Masken und Temperaturen messen und Hände waschen, Abstand halten, machen wir jetzt den Unterricht. Dann habe ich natürlich auch die Verantwortung direkt für die Kommunität, wo ich bin. Ja, überarbeitet bin ich nicht. Aber ich bin zur Zeit, es gab ja nur noch einen Europäer. Und das ist der Pater David, der ist 92 Jahre alt. Sondern bis zu 92 Jahre aus. Auf jeden Fall noch relativ aktiv, aber die Verbindung nach Europa hat praktisch aufgehört. Die Projekte, die jetzt anstehen, sind aber sehr kostenintensiv. Und da ist es auch wichtig, dann hat mich der Provinzial auch gebeten, diese Brücke nach Europa, nach Deutschland hin lebendig zu halten und da auch dann hier und da um Mithilfe zu werben. Wir sind interessiert auch an Leuten, die Portugiesisch sprechen können und uns dann entweder in der Schule oder dann in der Klinik mal im Jahr oder so helfen können. Das läuft dann über die Jesuitenmission in Nürnberg. Wir haben das vor in Zukunft, weil vermutlich werden wir mehr produzieren, als wir konsumieren können. Aber das erste Anliegen ist, unsere Produkte selbst zu konsumieren. Jetzt sind wir dabei, Fischteiche zu machen. Die sind schon fast fertig. Und im nächsten Jahr wollen wir dann auch Viehställe bauen für Ziegen, Hasen, Hühner und Speichen. Ne? Sodass wir dann auch, was Protein angeht, versorgt sind, weil das oft Mangelware ist. Aber die Idee ist da, aber es steht nicht an erster Stelle. Weil auch der Markt, wo wir das verkaufen können, ist über 30 Kilometer entfernt. Und dann stellt sich immer die Frage, wer kümmert sich um den Transport der Ware und wer kümmert sich dann um den ganzen wirtschaftlichen Betrieb. Jetzt war das möglich, während Corona-Zeit haben wir einiges geerntet und dann auch verkauft. Bezahlen die Schüler Geld dafür, dass sie dort zur Schule gehen? Die Schüler bezahlen, ja. Die bezahlen einmal im Jahr Matrikula und das sind etwa 15 Euro fürs ganze Jahr. Und dann die im Internat leben, bezahlen 4.000 Medikais, das ist unsere Währung dort, und das sind umgerechnet 50 Euro für 3 Monate Vollverköstigung. Das ist natürlich, um das im Betrieb am Laufen zu halten und auch die Löhne zu bezahlen, weil wir auch einige angestellt haben, ist es zu wenig. Man braucht nochmal 4.000 und da habe ich dann jetzt auch für den Internatsbetrieb nochmal so Stipendien geworben, sodass wir 50% des Internatsbetriebs subventionieren und somit den ganz Armen. Es gibt viele Familien, die sind kinderreich und die Eltern können eben den Kindern keine gute Erziehung und keine Ausbildung vermitteln, aber wir wollen das möglich machen. Wir möchten eine gute Ausbildung geben, später auch mehr in Landwirtschaft und erschwinglich. Aber da ist natürlich auch ein gewisser Druck da, weil eben das, was reinkommt, bei weitem nicht das deckt, was die Ausgaben sind. Was sind die Unterschiede zwischen Simafur und Mosambik? Mhm. Gesellschaftssystem, Regierungsraum, Also Simbabwe haben wir gesehen, ist gleich das Nachbarland. Was in Simbabwe gleich auffällt, ist, dass nur eine große Sprache hat. Die andere ist Minderheitensprache. Aber es wird zu 85% mit Shona gesprochen.
Und wer schneller lernt und das dann sprechen kann, fühlt sich rasch daheim. In Mosambik ist das anders. Da gibt es 10, 15 verschiedene Sprachen. Und ich habe jetzt schon mal ein halbes Jahr in Maputo gelebt, da habe ich angefangen, Ronga heißt die Sprache, Ronga zu studieren, zu lernen. Und dann in Beda, da wird Sena gesprochen. Ne? Oder auch eine andere Sprache. Weil die Städte immer so Schmelztiegel sind, wo sich verschiedene Stämme ansiedeln. Und wo ich jetzt bin, ist Chichewa, wie gesagt. Also das ist der eine Unterschied. Simbabwe ist uniform, Mosambik hat Pluralität, also hat viel mehr Sprachen und Kulturen vereint. Das Land ist auch sehr auseinandergezogen. Es hat etwa 3000 Kilometer Küste und Maputo ist ganz, ganz, ganz unten im Süden. Und von Maputo zu uns sind über 2000 Kilometer. Und die Kultur im Süden und im Norden ist so unterschiedlich. Also man hat auch dieses Gefühl, dass viele im Norden oder im Zentrum des Landes sich nicht von Maputo vertreten fühlen. Da gibt es innenpolitische Spannungen. Was natürlich der große Unterschied ist, war, dass Simbabwe hat den Bürgerkrieg 1980 beendet. In Mosambik ging das dann noch von 76 bis 92 und hat dann die Wirtschaft total runtergebracht. Was in 75 und 76 vor dem Bürgerkrieg geschehen ist, hat Mosambik auch sehr charakterisiert, weil es wurden alle Schulen und alle Missionen, Krankenhäuser wurden nationalisiert. Weil die Hauptideologie war Marxismus. War ganz stark Marxismus, Samora Machel. In dieser Zeit sind dann auch viele Mosambikaner in die DDR, die frühere DDR gegangen, um dort eine Ausbildung zu bekommen. Ne? Andere nach Kuba, wieder andere nach China. Also es war ganz marxistisch eingestellt und der Name Gott wurde verboten, die Kirchen wurden zugemacht, wurden Kulturzentren. Und nach 92 ging es dann wieder so langsam, hat sich geöffnet, aber es hat sehr langsam, ist ja eben sehr langsam gegangen und Mosambik ist immer noch dabei, sich zu erholen von dieser schlimmen Phase eigentlich. In dem Raum, wo ich bin, oben in Tete, nahe der malawischen Grenze, sind fast alle, 80-90% der Bevölkerung, waren Flüchtlinge in Malawi oder in Sambia. Die kamen dann alle erst so Mitte 90er, Ende 90er Jahre zurück. Was dann noch hinzukommt, ist, dass es gibt noch starke Spannungen zwischen der Regierungspartei Frelimo und der Oppositionspartei Renamo. In unserem Bereich, in der Provinz Tete, und Tete ist so groß, etwas größer als Portugal, muss man sich vorstellen, über 100.000 Quadratkilometer. Aber offiziell gibt es in den Regierungsstellen in der Provinz gibt es nur Frelimo, Frelimo, also Regierungspartei. Aber die Bevölkerung ist bei weitem mehrheitlich Renamo. Und da gibt es viele Spannungen, besonders die Führer, die vom Volk auch dort gewünscht sind, die sind dann, wenn es auf die Wahlen zugeht, sind immer sehr gefährdet. Und unser Nachbar, wo wir wohnen dort, der muss dann verschwinden und ist dann in Malawi und kann gar keinen Wahlkampf machen, weil er dann gefährdet wäre. Und die Regierungspartei, man sagt, hat keine Hemmungen, die Oppositionsführer zu beseitigen. Das sind so einige markante Unterschiede. Natürlich ist die politische Lage in Zimbabwe zurzeit auch ganz miserabel. Neulich habe ich gehört, dass einer gesagt hat,
Den habe ich in Bonn, Kreuzberg getroffen. Der ist jetzt dabei, Deutsch zu lernen. Und er hat gesagt, ich hätte nie im Leben mal gedacht, sagen zu müssen, dass Mugabe besser war als jetzt sein Nachfolger Mnangagwa. Und das Problem in Zimbabwe ist, dass die Regierung hat keine Achtung vor Menschenwürde und Menschenrechte. Wer nicht passt, wird aus dem Weg geräumt. Und oft ist es allein die Kirche. Neulich wurde hat die Kirche in Zimbabwe wieder ein Dokument veröffentlicht. Es ist oft nur die Kirche, die noch dem Staat widersprechen kann. Aber dann ist die Reaktion so scharf, dass zum Beispiel eine aus dem Medien, ich sag mal, Informations, aus der Zentrale der Partei und der Regierung so scharf einen Brief geschrieben hat und aufgefordert hat, den Erzbischof von Harare zu beseitigen. In einem offiziellen Brief. Dann haben sich natürlich alle Gruppen hinter ihn gestellt und es ist dann wieder im Sand verlaufen. Aber wir haben noch einen weiten Weg in Zimbabwe, bis es mal zu einer Regierungsform kommt, wo dann auch die Wirtschaft wieder aufblühen kann. Weil in Zimbabwe ist die Situation so, dass wir so eine Art Mafia an der Regierung haben. Das sind so 10, 15 Familien, sehr einflussreich, sehr, sehr reich, die das ganze Land wirtschaftlich, politisch ausbeuten. Das ist leider so. Und zurzeit ist Zimbabwe wirtschaftlich gesehen sehr, sehr auf Talfahrt. Und es gibt tatsächlich viel Hunger in Zimbabwe zurzeit. Also beide Länder, aber noch mal mehr Zimbabwe. Auch in Mosambik gibt es zurzeit etwa 1,8 bis 2 Millionen Menschen, die an Hunger leiden, wo also die Mahlzeiten für den nächsten Tag nicht garantiert sind. Ich habe den Eindruck, dass der Kreis, Zangano ist der Kreis und Tete ist die Provinz. Und das ist also der Rahmen, wo ich mich bewege, dass die sehr froh sind. Eigentlich, die wissen das ja auch, machen die ihre Arbeit. Früher haben sie alles nationalisiert, die Schulen alles weggenommen, Internate alles weg in die eigene Hand und dann ging es unheimlich bergab. Und jetzt ist praktisch, bittet manchmal die Regierung, dass die Kirche wieder die Internate zurücknimmt. Ist natürlich sehr verfallen. Das fängt schon bei der Kanalisation an, es gibt keine Toilette mehr. Alles ist ziemlich runtergekommen. Und ist seit den 60er Jahren keine Renovierung mehr stattgefunden. Es gibt zum Beispiel in Mosambik sehr, sehr viele Ruinen. Das ist mir in keinem anderen Land so aufgefallen. Starke Mauern, das kommt alles aus der Kolonialzeit, in den 60er Jahren. Das Dach ist längst weg und die stehen schon Jahrzehnte und manchmal wachsen in den Ruinen die Bäume. Um zurückzukommen auf die Frage, ich denke schon, dass da eine gewisse Dankbarkeit da ist, aber man muss durch die Kanäle gehen. Man muss zum Beispiel darum bitten, dürfen wir hier im Gesundheitszentrum und so weiter, dann, das geht erst an den Kreis, dann der Administrator vom Kreis leitet das weiter an die Provinz, dann die Provinz zurück an den Kreis, der informiert mich dann, das sind Prozesse von 2-3 Monaten. Aber es ist wichtig, damit dann schon das Gesundheitszentrum registriert ist und wir dann auch Krankenschwestern bekommen, die dann vom Staat bezahlt werden. Sonst wäre es ja unmöglich, die Krankenstation zu führen. Aber wir sind also den normalen Weg gegangen und bekommen dann auch an Krankenschwestern zugeteilt oder auch einen Laborassistent, jemand, der im Labor arbeiten kann. Das sind natürlich alles Prozesse, die brauchen Zeit, aber wenn es dann mal läuft, denke ich, wird es gut laufen.
Besonders weil dann auch die Krankenstation soll den Schwestern übergeben werden. Ne? Und die sind dann verantwortlich dafür. Das gleiche in der Schule. Wir haben jetzt eine Schule mit allgemeiner Bildung, möchten aber im nächsten Jahr, wenn alles gut geht, eine Landwirtschaftsschule beginnen. Das braucht natürlich viel finanzielle Hilfe. Das war so auch einer meiner Anliegen, dass ich hier in Deutschland auch ein bisschen hier und da angefragt habe. Miserio ist zum Beispiel daran interessiert, oder auch in Spanien gibt es eine katholische Entwicklungsorganisation, dass wir jetzt dort, wo wir sind, an Essil noch einen Zweig Landwirtschaftsschule, wo dann ein junger Mensch drei Jahre dann Landwirtschaft lernen kann und dann gut ausgebildet ist, um im elterlichen Betrieb dann auch was aufzubauen. Das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich, weil es ist tatsächlich mein Problem. Während der Ferien sind wir immer darauf bedacht, dass die Kinder die Ferien daheim in der Großfamilie verbringen. Dann kommen sie zu uns wieder für die Schulzeit und haben dann eventuell gegen Ende dann auch einen Abschluss, praktisch Abiturabschluss. Und wenn wir irgendwie helfen können für den nächsten Schritt, machen wir das gerne. Aber meistens, in den allermeisten Fällen, sind die Familien bekannt, wo sie kommen, wo der Vater oder die Mutter herkommt. Und die finden dort auch ein Zuhause ein. Was wichtig ist, dass sie von der Institution wegkommen und wieder in den Familienrahmen zurück. Aber es ist manchmal nicht einfach. Aber wenn sie mit uns sind, in einem der 7 Häuser, und das Kind ist aufnahmebereit und kann die weiterführende Schule machen, ist das ein großer Vorteil, weil dann doch schon mal eine gute Ausbildung da ist. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben also noch keinen Strom, wo wir sind, aber wir haben Solarplatten, die dann die Batterien aufladen. Das ist relativ gut entwickelt, dieses System. Und wir haben Licht die meiste Zeit. Aber wo wir sind, ist das Internet. Wir haben kein WLAN oder so, das haben wir nicht. Aber wenn wir so 200-300 Meter den Berg hochgehen, dann ist dort ein Ort, wo plötzlich das Internet da ist, ne? Mobile Phone, also um eines der. Und da kann man auch zum Beispiel Dokumente losschicken oder was runterladen und manchmal sogar YouTube, ne? Das geht auch. Ja. Aber da braucht es gutes Wetter und ist auch relativ teuer natürlich. Aber an der Stelle haben wir jetzt eine Bank gebaut, am 18. August, weiß ich noch. Und da kann man sich dann dort auch hinsetzen und die ist sehr begehrt und kann dann was runterladen oder hochladen. Aber wir hoffen, dass wir jetzt in der kommenden Zeit, wir wollen 2 Masten aufrichten, einer 30 Meter, der andere 15, und dann die Signale mit Signalverstärker, dann die Signale von der Antenne, die über 4 Kilometer weit an der Straße steht, die Signale zu uns zu bekommen. Weil wir auch unseren Schülern, wir müssen die Schüler unbedingt auch in die Computerwelt einführen. Und das ist eine große Herausforderung für eine Schule, die praktisch im Busch ist, wo keine Stromverbindung ist und so weiter. Da haben wir einen Raum, der hat 20 Computer. Für die Computer sind noch ältere Computer, die brauchen mehr Strom. Und da brauchen wir dann natürlich ein Aggregat dafür. Also allein mit Solarenergie, das reicht dann nicht aus. Das ist schon oft passiert, ist der Lehrer am Unterrichten, die ganzen Computer sind an und plötzlich geht der Strom, ist alles dunkel und die ganze Stunde ist im Eimer. Aber jetzt haben wir den Generator und es geht viel besser.
Es kostet natürlich dann, es kostet dann immer Treibstoff.